Das Interessante dabei war dann, dass man dann irgendwie schnell draufkommt, dass man in Webinaren eigentlich fast noch oder oft noch mehr Möglichkeiten hat als in Präsenzkursen. Also zum Beispiel ist der begleitende Chat dabei, wo man gleich was verschriftlichen kann. Man kann Untertitel auch live in der Videokonferenz eingeben. Also das könnte zum Beispiel dann Menschen helfen, die schlecht hören oder gar nicht mehr hören, dass man so ein Webinar live untertiteln kann. Oder man kann sich sogar Gebärdendolmetsch mit dazu nehmen. Und natürlich, dass es keine Hürde mehr gibt bezüglich des Ortes. Ja, man darf ja nicht glauben, dass nur weil irgendwas vor Ort stattfindet, dass es dann gleich niederschwellig ist, weil der Ort kann unerreichbar sein oder die potenziell Teilnehmenden können den Ort aufgrund vielleicht von körperlichen Einschränkungen nicht erreichen. Aber dennoch natürlich haben Webinare andere Hürden. Also das heißt, man darf keine Angst haben vor Technik und natürlich braucht man Computer oder Smartphone oder Tablet.